Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Ein weiteres Zeugnis für Johannes 5,19. Der Sohn kann nur das tun, was er den Vater im Himmel tun sieht, oder das machen und sagen, was der Vater im Himmel ihm sagt. Genau. Gilt übrigens auch, ja, für Frauen. Klar, gibt ja wiedergeborene Christinnen auch. In der Bibel steht dann einfach drin, der Sohn, weil es bezogen ist auf Jesus. Aber wir als wiedergeborene Christen, Männchen, Weibchen, können natürlich auf Gott hören und dann Initiativen des Himmels aussprechen oder diese Werke einfach tun. Genau, ich möchte halt einfach nochmal, bevor ich ein weiteres Zeugnis hier reinstelle, sagen, dass das, was ich hier erzähle, kein Humbug ist. Ich nehme Gott sehr ernst. Ich diene Gott seit Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Gott offenbart uns wirklich Ebenen, die uns manchmal schwindlig machen. Und wir sind noch lang nicht dort, wo wir eigentlich schon große Prediger sehen oder gesehen haben. Also Gott hat so eine große Bandbreite. Es kommt immer darauf an, was wir wirklich im Herzen wollen. Für wen schlägt unser Herz? Für die Welt, für unseren Job, für unsere Familie. Natürlich muss es für unsere Familie schlagen, aber Nummer eins sollte immer Jesus sein. Wenn, wie ich in den vielen anderen Videos auch immer wieder sage, wenn Jesus nicht an der ersten Stelle steht, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir diese Intimität erreichen, die Gott mit uns haben möchte. Eine Intimität, eine Verbundenheit, eine Zweisamkeit, wo er mit uns redet, wo wir uns miteinander austauschen können, wo er uns Offenbarungen und Geheimnisse einfach sagt und damit wir einfach verstehen, was es noch alles gibt. Es ist so wichtig, dass wir wachsen. Ich möchte einfach sagen, dass das, was wir leben, was ich hier erzähle, mit Johannes 5,19, dass wir irgendwelche Flaschen in der geistlichen Welt sehen oder irgendwelche Finger oder Tomaten, Birnen, Äpfel, Erdbeeren, ja, die einfach dann zur Heilung führen, das ist nicht eine Frage dessen, wie lang man im Glauben ist, sondern es ist eine Frage dessen, wie sehr man im Glauben ist. Also es ist nicht eine Zeit, eine Quantitätssache, sondern eine Qualitätssache. Also es gibt Leute, die wirklich in kürzester Zeit, nachdem sie wiedergeboren sind und getauft sind und Gott in der ersten Liebe mit Vollgas verfolgen, die Leute hören Gott, sie sehen in die geistliche Welt. Also Gott öffnet sich für die Leute, die ihn wahrlich suchen, steht ja in der Bibel schon drin. Ja, also wenn wir die erste Liebe haben, wenn wir Gott wirklich ganz oben hinstellen, wenn er wirklich auf dem Thron sitzt und nicht wir und unser Leben, nicht unser Hobby, nicht unser Haus, nicht unser Auto, nicht unser Urlaub, nicht unser Haustier, nicht unser Beruf, unsere Freunde, sondern Jesus Christus muss ganz oben stehen. Er muss auf dem Thron sitzen. Er ist unser Leben und nicht wir, unser Leben ist auf dem Thron. Das ist ganz wichtig. Es ist eine schwierige Sache, aber mit dem Heiligen Geist und wenn wir wahrlich wiedergeboren sind, sind wir eine neue Kreatur, wie Paulus schreibt. Und dann ist es wirklich so, wenn wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Dinge auch anders sehen. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal betonen. Es geht nicht um das, wie lange ich schon im Glauben bin, sondern wie intensiv ich Gott liebe. Und darum kann uns Gott dann nach der Intensität, mit der wir Gott verfolgen, die Dinge offenbaren, die in unseren Herzen sind. Es kommt immer darauf an, was in unseren Herzen ist. Und ich möchte auch heute, bevor ich dieses Zeugnis sage, es geht heute um eine Frau, die ja, aus ihrem Haus oder aus ihrer Wohnung Literatur entfernt hat. Vorher möchte ich dazu sagen, dass die geistliche Welt viel, viel realer ist, wie Paulus auch sagt. Wir sollen uns auf das ausrichten, was in der geistlichen Welt ist, im Unsichtbaren, als auf das, was in der sichtbaren Welt ist, weil die sichtbare Welt wird vergehen. Die unsichtbare Welt ist essentiell und die bleibt. Und die unsichtbare Welt ist viel, viel mehr als die materielle Welt, die wir sehen können. Wir sollen uns also auf die geistliche Welt konzentrieren. Natürlich gibt es, steht in der Bibel drin, Dämonen, es gibt Geister, gefallene Engel, die dem Satan dienen und es gibt Engel, die Gott treu sind, die dem allmächtigen Gott im Himmel, Jesus Christus, dienen. Und diese Wesen können wir sehen. Es ist möglich, wenn wir uns, wie ich vorhin gesagt habe, zu Gott hinwenden, qualitativ hochwertige Zeit mit ihm verbringen, ist es möglich, dass Gott uns geistliche Augen öffnet.
Bei mir ist es selbst schon einigermaßen so gewesen. Es gibt solche Momente, es gibt solche Frequenzen. Es gibt Leute, kenne ich persönlich einen, den hat Gott mal für einen Tag komplett die Augen geöffnet. Dann hat er gesehen, was in der geistlichen Welt abläuft. Der hat dann freiwillig zu Gott wieder gesagt, danke, ich will es nicht mehr. Er hat es ihm dann auch wieder genommen. Er hat nämlich gesagt, also das ist unfassbar. Das, was wir in der Bibel lesen zum Beispiel, dass der eine Mann, der Gerasener, der Besessene, der die Ketten immer zerrissen hat und sich geschlagen hat und keiner sich ihm nähern konnte, außer Jesus, der ihn dann befreit hat. Und der hat ja dann gefragt, Jesus hat ja diesen Mann dann gefragt, wie viel seid ihr oder wie heißt du? Und er hat gesagt, wir heißen Legion. Und eine römische Legion hat zwischen 4.000 und 6.000 Soldaten. Also aus diesem Mann sind dann zwischen 4.000 und 6.000 Dämonen ausgefahren anscheinend. Und spätestens dann sieht man die Wirkung, wie da auf dem nahegelegenen Feld 2000 Schweine waren, dass diese 2000 Schweine sich in den See gestürzt haben vor lauter Panik. Also da war schon einiges drin in diesem Mann. Und deswegen, und dieser, den wir da kennen persönlich, dieser Mann, der diese Offenbarung bekommen hat und mal in die geistliche Welt reinschauen konnte, der hat uns auch erzählt, dass überall Dämonen sitzen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Dämonen es gibt. Wir haben gar keine Ahnung darüber, wie viele Dämonen in einem Menschen sein können. Die sitzen, die gehen auf den Straßen, die sitzen auf den Stühlen in der Gemeinde, in der christlichen Kirchengemeinde, die sitzen überall rum. Ja, also es ist unfassbar. Und dafür müssen wir halt einfach eine Sensibilität bekommen, weil Paulus sagt ja im Epheser 6,12, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern Mächte und Gewalten sind unsere Gegner, ja, in den geistlichen Höhen. Und das ist ja das, in den geistlichen Regionen. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Dämonen und gefallene Geister. Deswegen müssen wir binden und lösen, deswegen müssen wir das Schwert Gottes, also das heißt das Wort Gottes, die Bibel, das Wort, einfach gebrauchen, weil es lebt. Das möchte ich in diesem Video auch nochmal sagen. Und es ist, wie jetzt bei dieser Frau, auch möglich, dass sich Dämonen nicht nur in Menschen begeben, sondern auch an Häusern haften oder an Kleidung oder an gewissen anderen Dingen. Ja, Dämonen gibt es überall, ja, die sind nicht rar gesät, also die sind wirklich sehr viele. Und es kann auch sein, und es ist auch so, dass zum Beispiel an Literatur Dämonen dranhängen. Ja, also Beispiel bei dieser Frau von diesem Zeugnis, wir haben diese Frau mal getauft vor einiger Zeit, sie hat ihr Leben dem Herrn übergeben, sie hat Buße getan, sie ist wirklich erfrischt rausgekommen aus der Taufe, sie geht mit dem Herrn, sie betet, sie liebt ihn und Gott hat ihr ziemlich schnell Offenbarung geschenkt und einfach auch, ja, Worte der Weisheit gegeben, geistliche Offenbarung gegeben, sie wächst und wächst und wächst. Und ja, ich habe ja damals, wie wir sie besucht haben, bei ihr zu Hause schon gesehen, dass sie viele Bücher hat, sie ist ein Bücherwurm, aber nicht alle Literatur ist halt einfach für einen Christen gut. Also das heißt, ich habe dann gesagt, das und das Buch würde ich rausnehmen. Da war zum Beispiel ein Buch bei ihr drin gestanden, von Umberto Eco, glaube ich, ist es Der Name der Rose. Als wiedergeborener Christ macht sich jeder selbst Gedanken. Auch zum Beispiel Der Herr der Ringe oder Harry Potter. Das sind Bücher, die sind einfach absolut tabu für Christen. Absolut tabu. Und ich kann als Christ solche Literatur eigentlich nicht lesen. Ich muss mein Herz, meinen Verstand auffüllen mit dem Wort Gottes und nicht mit irgendwelchen dämonischen Dingen. Manchmal ist aber auch so leider, dass bei irgendwelchen wiedergeborenen Christen immer noch solche Literatur rumsteht oder irgendwelche, ich habe genügend Christen kennengelernt, da wo zu Hause Buddha-Statuen rumstehen oder einfach die sind wiedergeboren oder sind getauft und haben noch eine Marienfigur im Haus stehen oder irgendwie frühere orthodoxe Christen haben dann noch irgendwelche, wie heißen die von den orthodoxen Christen, diese Bilder rumhängen, die Heiligen, also das sind alles Orte, die Dämonen anziehen und wo Dämonen Recht drauf haben. Kann auch bei Kleidung sein, wenn auf Kleidung zum Beispiel dämonische Abzeichen drauf sind. Wenn auf Kleidung, T-Shirts oder sonst was, Sweatshirts, dämonische Zeichen drauf sind, wo der Teufel seine Hand drauf hat, dann kann es natürlich sein, dass wenn wir das anhaben, dass gewisse Dinge dann passieren oder gewisse Sachen uns beeinflussen. Das ist kein Humbug, das ist kein Scherz, das ist Wahrheit. Ja? Ich werde auch später dazu noch Videos machen.
Wichtig ist, dass wir es erkennen und dass wir vor allen Dingen als Christen nicht hochmütig sind, ja, dass wir nicht denken, jetzt sind wir Christ, jetzt sind wir wiedergeboren und ich weiß eh alles. Nein, wir wissen nichts. Wir haben eins zu tun, die Furcht Gottes zu haben, ja. Das heißt in der Bibel, mit der Furcht Gottes, ja, also es kommt die Weisheit, ja, und wir müssen Gott fürchten und nicht denken, wir wissen eh alles und wissen die Höchsten und die Besten. Überhaupt nicht der Fall. Wir müssen Gott Schritt für Schritt uns nähern in der Liebe und in der Furcht vor Gott und dann kann uns Gott Dinge offenbaren. Das wollte ich einfach heute nochmal dazu sagen zu diesem Thema. Wie gesagt, diese Frau haben wir, für die haben wir getauft, haben wir gebetet. Die hatte schlimme Schmerzen im Rücken und im Bein. Diese Schmerzen waren nach der Taufe weg. Diese Schmerzen kamen aber dann wieder die nächsten ein, zwei Tage nach der Taufe. Er hat uns dann auch angerufen, wir haben gesprochen. Und wir haben dann nochmal gebetet, aber da hat sie auch selbst nochmal gebetet und gebunden. Aber diese Schmerzen kamen wieder. Dann hat sie sich einfach hingesetzt und hat einfach Gott gefragt, Gott, um was liegt es denn eigentlich, dass diese Schmerzen wieder gekommen sind? Also das war eigentlich unverständlich für die Frau. Und dann hat ihr Gott gesagt, sie soll, oder sie hatte das Gefühl gehabt. Ja, manchmal ist es ja nicht nur so, dass wir es sehen, sondern es gibt so ein richtigen Gefühl, so ein Eindruck, der immer wieder kommt, immer wieder kommt, immer wieder kommt. Oder Gott lenkt dich in der Wohnung zu gewissen Dingen, die, wo du immer wieder anschaust und merkst, ah, da hängt irgendwas dran oder da muss ich irgendwas tun oder das muss ich rausschaffen. Und auf alle Fälle hat er ihr zwei Bücher gezeigt. Eins davon war wirklich das von Der Name der Rose, noch ein anderes, kann ich mich nicht erinnern. Und Gott hat zu ihr gesagt, nimm diese Bücher raus. Und ob du es glaubst oder nicht, sie hat die Bücher sofort rausgeschmissen aus der Wohnung und kurze Zeit später war der Schmerz weg. Und seitdem sind die Schmerzen weg. Halleluja. Also Gott kann reden, Gott kann gewisse Dinge zulassen, Gott kann, macht immer noch Wunder. Wir müssen einfach nach diesem Prinzip Johannes 5,19 Gott fragen, rede mit uns, sage uns, zeige uns, öffne uns die geistlichen Sinne, damit wir erkennen, also hören, sehen, fühlen, schmecken und so weiter, was wir tun sollen. Gott kann sich uns mitteilen. Das wollte ich heute in diesem Video sagen, ich will euch ermutigen, geht doch eure Wohnung durch als Christen, als wiedergeborene Christen. Wenn ihr wirklich Gott nachfolgen wollt, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, wenn ihr es wirklich ernst meint mit Gott, wenn ihr wirklich sagt, wow, ich will mehr, 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 ich will das, ich will so viel wie möglich von dieser Bandbreite, dann geht doch eure Wohnung durch, schaut an, was ihr zu Hause habt. Habt ihr noch okkulte Sachen rumliegen, okkulte Bücher, irgendwie vererbte Sachen vom Opa oder so oder von der Oma oder vom Dritten Reich? Habt ihr irgendwelche T-Shirts oder irgendwelche Kleidung mit satanischen, teuflischen Emblemen drauf? Ja? Sind ja heutzutage fast alle, sind ja, also die ganzen modernen T-Shirts, nicht alle, aber sehr viele sind dem Teufel geweiht. Habt ihr noch irgendwelche Bilder zu Hause, die nicht dahin gehören? Habt ihr irgendwelche Videos zu Hause, irgendwas, was anstößig ist? Habt ihr irgendwas zu Hause, was mit dem Okkulten was zu tun hat? Also das, irgendwelche Statuen, wie ich gesagt habe, die Marienstatuen oder irgendwelche orthodoxen Bildchen von Heiligen oder von Jesusbildchen oder was weiß ich was. Das Zeug muss alles raus. Das ist es, worauf die Dämonen ein Anrecht haben, wenn es in dem Haus ist. Und dementsprechend wird die Atmosphäre in dem betreffenden Haus sich nie ganz reinigen, weil die Dämonen Zugriff haben und auch ein Bein in der Tür. Ich will jetzt zum Schluss noch eins sagen. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten in München, der ist Christ und der hat vor seinem Haus der ist Christ, ja, Christ, Freichrist, und hat vor seinem Haus, vor der Eingangstür, zwei indische Tempelhunde, original von indischen Tempeln, sich mitgebracht und hat sie vor seiner Eingangstür als Bewacher. Also, manche in Bayern haben halt einen bayerischen Löwen da stehen. Und der hat halt zwei indische Tempelhunde, die schauen aus wie Löwen mit so großen Augen und ja, ein bisschen komisch schauen die aus, stehen vor seiner Eingangstür. Und der sagt, das ist schön, das hat er sich mitgebracht vom Urlaub. Ich habe es ihm gesagt, er hat gesagt, nein, das bleibt da. Ich habe mit anderen Christen geredet, die hatten sowas bei sich. Die haben ausgeräumt, die haben die Wohnung und das Haus freigemacht, auch von solchen komischen Figuren, Buddha-Figuren, Tempelhunden-Figuren. Und die Atmosphäre in dem Haus war ganz anders. Teilweise vergeht Streit, teilweise vergeht Eheprobleme, teilweise vergehen Krankheit. Also das liegt alles damit zusammen. Das ist alles kein Humbug.
Wir brauchen wirklich den Verstand und vor allen Dingen, dass uns Gott den Geist offenbar macht, dass wir es erkennen, wo wir falsch laufen. Am besten ist Gottes Furcht, Hochmut weg und einfach sich vor Gott demütigen und sagen, hey Gott, zeig mir, was muss ich in meinem Haus tun, verändern. Das möchte ich einfach nur ermutigen. Seid mutig und unverzagt in dieser Hinsicht. Geht durch das Haus, schaut es euch an. Servus aus Niederbayern.